Up between 4 and 5. Always up between 4 and 5. You wake up at 4 o'clock or around 4 o'clock in the morning. I look at Facebook. Right. To see what's going on in the world. Right, right. But do you get up at 2:30 when you're training? I do. It's unbelievable the degree to which our sanity depends on our functioning sociological structure. What's that about? What's the philosophy of the 4 o'clock? When you wake up early and you get a jump on the day and you've got your workout done and you've got a little bit of work done, yeah. By the time normal people are getting up, that's a win. That's a psychological win, and it's not just a psychological win, it's an actual win. Wenn ihr wissen wollt, was ich mit diesen erfolgreichen Menschen gemeinsam habe, dann seid ihr in diesem Video auf jeden Fall richtig, denn ich habe mir viele Inspirationen von solchen Leuten auch geholt und die möchte ich heute im heutigen Video mit euch teilen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, 2022 steht vor der Tür. Und ich habe auch meine eigenen Habits bzw. ja auch mir Inspiration geholt, wie unter anderem auch von diesen erfolgreichen Menschen, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Viele haben 2021 wahrscheinlich ähnliche Ziele sich gesetzt und eventuell auch nicht irgendwie erreicht. Ihr kennt das, man setzt sich am Anfang des Jahres große Ziele, man geht viel trainieren, man will auf die Ernährung achten und dann irgendwie ja im Februar, im März, ja, dann bricht man ein. Und damit das dieses Jahr nicht passiert, habe ich ein paar coole Sachen für euch, die ich euch auf jeden Fall unbedingt heute vorstellen möchte. Denn ich habe heute meine 5 Habits, also meine 5 Gewohnheiten, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, die einfach mal für euch zu implementieren und einfach mal, ja, am Ende des Tages, dass ihr auch 2022 erfolgreich werdet. 2021 war für mich persönlich ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr und ich glaube, das liegt auch einfach daran, ja, dass ich mich an diese 5 Gewohnheiten gehalten habe. Ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen. Ich denke, das sind coole Sachen, die ihr zu Hause auch mitnehmen könnt. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr hier schon mal ein kostenloses Abo da lasst für den Kanal und ein kostenloses Like. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine spannenderen Videos mehr verpasst. Kommen wir zum ersten Punkt, der mich extrem erfolgreich gemacht hat 2021, war das frühe Aufstehen. Und ich bin da ehrlich zu euch, ich habe nicht direkt im Jahr 2021 damit gestartet, sondern glaube ich zur Halbzeit, also irgendwie so Juni, Juli. Weil da war der Sommer und ich bin so ein absoluter Sommermensch und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, steht früh auf. Vor allem im Sommer, jetzt gerade im Winter fällt es mir ein bisschen schwerer, wenn es morgens auch relativ dunkel ist, aber im Sommer fällt es mir eigentlich relativ einfach, weil dann morgens die Vögel zwitschern und es ist schon gutes Wetter und ihr seid einfach wach und ihr seid am Start. Der große Vorteil am frühen Aufstehen, unter anderem für mich auch als Agenturinhaber jetzt hier von der Index Media GmbH, ist einfach, dass ihr einfach Zeit habt, die ihr ja im Mittagsgeschäft oder einfach in der Mittagszeit nicht habt. Morgens ruft euch keiner an, es geht euch keiner auf und sagt, ihr könnt Sachen wegarbeiten, die sonst irgendwie liegen geblieben sind und ihr könnt einen klaren Fokus auf euch selber haben. Ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr morgens früh aufsteht, also ich stehe meistens immer so um 6 Uhr auf, bin dann so um 6.30 Uhr ungefähr fertig angezogen und gehe dann schon direkt ins Fitnessstudio. Das heißt, ich habe so eine kleine Morgenroutine mir angeeignet und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Versucht euch eine eigene Routine aufzubauen. Bei mir ist es wirklich so, ich stehe um 6 Uhr auf, habe meine Tasche, meine Sporttasche und meine Sachen vorher, also einen Tag vorher abends schon rausgelegt, dass ich dann morgens auch nichts irgendwie machen muss, fahre dann ins Training, trainiere dann glaube ich immer so eine Stunde, anderthalb, gehe danach sogar noch in die Kältekammer, wir haben so eine geile Kältekammer bei uns im Fitnessstudio und fahre danach ins Büro und bin einfach voller Power und voller Energie und kann direkt losarbeiten. Manchmal, wenn ich zum Beispiel an trainingsfreien Tagen habe, dann mache ich das so, dann stehe ich zwar auch früher auf und dann setze ich mich direkt an die Arbeit und gebe Vollgas. Das ist so eine Gewohnheit, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Ich weiß, viele sind vielleicht keine Frühaufsteher, Freunde, das ist alles eine Gewohnheitssache. Macht das mal 10, 20, 30, 40, 50, 60 Tage und ab Tag 60, das sagt man auch so ungefähr, dann ist es wirklich eine Routine und der Körper hat sich auch daran gewöhnt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der da wirklich eine Routine aufbaut, das nicht irgendwie nur 5 Tage macht und sagt, ja, das ist nichts für mich, zieht das mal wirklich mindestens 30 Tage durch und ich würde auf jeden Fall sogar echt fast 60 Tage empfehlen. Kommen wir jetzt zur zweiten Sache. Ich versuche mich täglich ja ein bisschen weiterzubilden bzw. Zeit nicht zu verschenken. Unter anderem bin ich so ein Freund von so Win-Win-Situationen. Immer wenn so eine Situation entsteht, ich freue mich extrem. Beispiel einer Win-Win-Situation wäre für mich zum Beispiel, ich fahre heute irgendwie eine Stunde nach Düsseldorf zu einem Kunden und ich könnte jetzt ganz normal im Auto irgendwie doof rumsitzen, Musik hören oder was auch immer. Nein, Leute, ich gönne mir einen Podcast, absolute Podcast-Empfehlung, OMR von Online Marketing Rockstars, von Philipp Westermeier und höre mir einfach inspirierende Geschichten von anderen Unternehmern an, die mich dann wieder richtig motivieren und wo ich dann sagen kann, okay, da gebe ich jetzt Vollgas. Das ist auf jeden Fall Tipp Nummer 2. Versucht euch eigene Win-Win-Situationen zu schaffen. Das heißt, wirklich Zeit irgendwie doppelt zu nutzen. Das heißt, ihr sitzt im Auto, ihr könnt die Zeit eigentlich nicht sinnvoll gestalten, aber ihr schaltet euch einen Podcast an und könnt gleichzeitig noch was lernen. Ganz, ganz wichtig, grob zusammenfassend kann ich sagen,
Versucht euch einfach täglich und ja wöchentlich oder monatlich auch einfach weiterzubilden. Sei es, ihr lest ein Buch, ihr hört einen Podcast oder was auch immer. Oder ihr habt einfach inspirierende Gespräche mit irgendwelchen anderen Unternehmern. Das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Kommen wir zur dritten Gewohnheit und für mich eine der allerwichtigsten Gewohnheiten. Das ist nämlich Sport. Ich sage euch eins, ich mache jetzt gerade keinen Teamsport. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt. Aktuell gehe ich halt ganz stumpf ins Fitnessstudio, versuche dort aber auch eine große Abwechslung zu haben. Aber wisst ihr, was der Vorteil im Fitnessstudio ist? Ihr kämpft jeden Tag gegen euch selber. Ihr seid auf euch alleine gestellt. Das heißt, ihr müsst entscheiden, stehe ich heute auf oder bleibe ich heute liegen? Gehe ich heute ins Fitnessstudio oder gehe ich heute nicht ins Fitnessstudio? Und das finde ich so ein krasses, ja, das ist so, ich kann das so krass geschäftlich mitnehmen, weil oftmals, wenn ihr selbstständig seid, seid ihr auch auf euch alleine gestellt. Oder es sei denn, ihr habt einen guten Partner, wie zum Beispiel den Sascha mit der Agentur. Aber meistens ist man der Herausforderung gestellt, die man alleine treffen muss. Und ich habe so viel durch den Sport gelernt, vor allem durch das Fitnessstudio. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, zieht da euer Ding durch. Versucht 2022 euch sportlich zu betätigen, weil am Ende des Tages macht das extrem viel aus. Und dadurch, dass ich dann auch ein gutes Körpergefühl habe und mich einfach wohlfühle, fühle ich mich gut in meiner Haut und kann das natürlich auch geschäftlich auf jeden Fall auch weitergeben. Die vierte Gewohnheit ist von mir auf jeden Fall gesunde Ernährung. Ich weiß oder viele wissen das, ich bin auch mal ein Freund, der sich auch gerne mal viel Schokolade reinhaut. Aber am Ende des Tages ist das so eine Sache, ja, die einen nicht voranbringt. Ihr kennt das selber, ihr habt einen Heißhunger, ihr habt Bock auf irgendwas Ungesundes, ihr haut euch das rein, zumindest ist es bei mir so, ihr haut euch das alles rein und dann liegt ihr komplett überfressen im Bett. Oder Beispiel, ihr seid irgendwie mittags, in der Mittagspause und habt euch einen Burger reingezogen mit Pommes und Ketchup und einer dicken Cola. Habt ihr Bock danach noch zu arbeiten? Seid mal jetzt ehrlich zu euch selber. Und am Ende des Tages ist es da ganz, ganz wichtig, dass ihr auch versucht, eine gesunde Ernährung zu haben und das jetzt nicht irgendwie nur 2-3 Tage, sondern einfach wirklich versuchen, diese 365 Tage wirklich komplett durchzuziehen. Klar kann man sich mal eine Schokolade gönnen. Ich glaube, dieses ganze Verbieten, das ist auch nicht gesund. Das wissen wir, glaube ich, alle. Vor allem, dann kommt man auch in so eine Sache rein, wo ich schon mal war, dass ich wirklich gesagt habe, ey, ich glaube, ich habe da echt so eine kleine Krankheit. Diese ganzen Fressflash, das hatte ich echt extrem in meiner Zeit lang. Möchte ich auch nicht mehr hinkommen, kann ich auch wirklich keinen empfehlen. Aber ich sage euch wirklich, gesunde Ernährung ist wirklich unfassbar. Und das Coole ist, diese ganzen Sachen, diese ganzen Gewohnheiten, die ich euch jetzt gerade alle aufgezählt habe, die, ja, zusammen werdet ihr dadurch noch stärker. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, die bauen alle aufeinander auf. Wenn ihr zum Beispiel euch scheiße ernährt, dann ist, ja, Gewohnheit 3 mit Sport, ja, könnt ihr es auch theoretisch sein lassen. Wisst ihr, was ich meine? Die arbeiten alle zusammen wie in so einem Zahnrad. Und am Ende des Tages kann ich euch das wirklich nur empfehlen, die alle wirklich komplett durchzuziehen. Ja, gesunde Ernährung muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Da weiß jeder, was gesund ist. Von mir aus kann ich da gerne mal ein paar Videos machen. Aber für mich ist es wirklich extrem wichtig, was ich esse, weil so fühle ich mich am Ende des Tages auch. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist wirklich einer, den ich erst dieses Jahr kennengelernt habe und wo ich extrem happy drüber bin. Da gehen auch Grüße raus an den lieben Otto vom YouTube-Kanal Bulletproof Entrepreneur. Er hat mir irgendwann mal einfach so zwischen Tür und Angel gesagt, ey Felix, weißt du, was der größte Zeitfresser am Tag ist? Ich sag so, nee. Versuch mal, deine WhatsApp-Benachrichtigung auszuschalten. Und ich so, okay, das ist doch irgendwie auch blöd, dann kriege ich ja nichts mehr mit, dass mir jemand schreibt. Er sagt so, ey, genau das ist der Key. Ich habe das dann gemacht und ich sage euch, unfassbar, unfassbar. Ich versuche die ganze Zeit Sascha zu überreden, dass er das auch macht. Hat er noch nicht gemacht, aber ist auch nicht schlimm. Am Ende des Tages muss das jeder für sich selber wissen. Aber mir persönlich hat es extrem viel gebracht. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Geht in die Einstellung, schaltet bei WhatsApp oder generell alle Benachrichtigungen, die ihr so Push-Benachrichtigungen auf dem Handy bekommt, aus. Weil am Ende des Tages habt ihr dann einen klareren Fokus. Wenn ihr zum Beispiel am PC seid, ihr kriegt keine Push-Benachrichtigung, guckt nicht mal eben drauf und seid dann von eurem Projekt wieder komplett abgelenkt. Ihr habt einen klaren Fokus auf eure Aufgaben und am Ende des Tages, ey, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann ruft euch jemand an. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn eure Mutter euch 5 Minuten miteinander anruft, dann scheint es schon wichtig zu sein. Aber wenn euch irgendjemand schreibt, mir ist gerade irgendwie ein Sack Reis umgefallen, ist das jetzt wirklich in der Situation? Ich glaube nicht. Deswegen, Leute, tut mir den Gefallen, versucht diese 5 Gewohnheiten auf jeden Fall mal mit ins Jahr 2022 zu nehmen, weil ich glaube, dann werdet ihr auch ein erfolgreiches Jahr haben. Ja, das waren meine 5 Gewohnheiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein bisschen Liebe da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein kostenloses Abo da lasst. Ganz gerne auch mal den Kanal teilt mit euren Freunden, weil ihr wisst, dass mein Ziel ist, euch zu inspirieren, zu motivieren und nicht so ein Standard-YouTuber zu sein oder so ein Influencer, der euch nur zeigt, wie schön das Leben ist. Ich sage das oft, aber mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig und ich hoffe, das kommt rüber. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt hier inspirieren mit diesem Video. Teilt das ganz gerne mit euren Freunden und dann sehen wir uns die Tage bei einem neuen Video wieder. Macht's gut. Ciao.